Hallo und herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Mein Name ist Wolfgang. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute stelle ich dir etwas ganz Spezielles vor, ein Faszien-Workout für Anfänger. Ein bisschen, um in diese ganze Materie hineinzugehen. Es ist etwas Praktisches. Ich möchte heute nichts mit der Theorie machen. Dazu gibt es einen fünfteiligen Faszienkurs, den ich bereits gezeigt habe, den wir schon gemacht haben. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir bitte diesen Kurs an. Da stelle ich verschiedene Möglichkeiten vor, wie man Faszien trainieren kann. Faszien sind ja grundsätzlich gesagt dieses Bindegewebe, das Organe und Muskeln umhüllt und das sehr viel damit zu tun hat, ob der Körper schmerzfrei ist oder nicht schmerzfrei. Viele Schmerzen kommen eben aus dem Fasziensystem. Das Training, das ich dir heute zeige, ist etwas vom Fokus her auf den Rumpf, auf die Bauchmuskulatur und auf die Rückenmuskulatur angelegt, also ein sogenanntes Core-Training. Und dazu brauchen wir nur ein Werkzeug, nämlich eine sogenannte Faszienrolle. Ich werde diese verwenden, die ist 90 cm lang. Es gibt auch andere Faszienrollen, so solche, die sind kürzer. Allerdings für das Training, das ich dir heute zeigen möchte, ist es von Vorteil, wenn du die lange Rolle hast. Wenn du sowas noch nicht hast, dann ist unter dem Video ein Link. Wir verkaufen diese Sache nicht, aber es ist ein Link. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Rollen und es gibt sehr viele schlechte Rollen. Und da unten habe ich dir eine Adresse, wo es wirklich qualitativ hochwertige Rollen gibt. Die sind auch nicht wirklich teuer. Also, ich hoffe, du hast sowas. Wenn es so ist, dann kannst du jetzt gleich machen. Ansonsten besorg dir diese Rolle und mach das Video dann mit. Gut, wir nehmen die Rolle, legen sie auf die Matte und setzen uns an den Anfang der Rolle. In dieser Position hast du jetzt schon mal eine optimale Möglichkeit, etwas für die Faszien im Bereich des Kreuzbeines zu tun, indem du kurz bleibst und das Becken nach links und rechts bewegst. Und jetzt rollst du über dein Kreuzbein, eine Zone im Körper, die sehr viel mit Faszien verstärkt ist. Da laufen sehr viele Faszien zusammen. Und wenn du links und rechts übers Kreuzbein rollst, dann bist du sogar bei diesem berühmten Iliosakralgelenk, das manchmal oder häufig blockiert und Schmerzen auslösen kann. Und da kannst du jetzt etwas drüber rollen. Okay, jetzt legen wir uns auf die Rolle drauf. Wichtig ist, du siehst, mein Kopf liegt jetzt etwas drüber, das wäre nicht optimal, deshalb rutsche ich nach unten nach, sodass der Kopf wirklich liegt. So, in dieser Position bearbeiten wir jetzt die Bauchmuskulatur. Erster Schritt, finde einmal die Mitte, dann leg deine Hände auf die Rippenbögen. Jetzt heb die Beine ab. Solltest du jetzt in der Position unsicher sein und anfangen zu wackeln, dann leg ruhig deine Hände etwas breiter neben die Rolle. Du kannst dich auch sehr gut abstützen, hier in dieser Position. Wenn du schwieriger möchtest, nimm deine Hände an die Rolle oder du legst sie wirklich auf die Rippenbögen. Okay. Erste Übung, die wir jetzt in dieser Position machen, ist einfach einmal diese Position halten. Und jetzt beginn damit, dass du mit den rechten Winkel im Knie beibehältst und du führst dein rechtes Bein nach unten, bringst es zurück, führst es nach unten. Versuch dabei, das Bein im Kniegelenk nicht anzuwinkeln. Der Bauch hat jetzt die Aufgabe, dass er dich hält. Wenn du das optimal machen möchtest, dann achte darauf, dass du nicht in dieser Position einen Hohlkreuz kippst, sondern du hältst die Wirbelsäule an der Position, an der sie zu Beginn ist. Wir machen noch 4 Wiederholungen. 3, 2, 1. Okay, jetzt hast du die Möglichkeit, eine Pause zu machen oder wenn du dich mehr fordern möchtest, dann bleib in dieser Position. Ansonsten machen wir eine kurze Pause. Atmen zweimal durch, nehmen die Beine wieder nach oben und machen jetzt eine weitere Bauchübung. Jetzt wird der Hebel länger, wir gehen zum sogenannten Radlfahren oder zum Bicycle. Wir gehen vor
arbeite in dieser Bewegung. Jetzt hast du einen langen Hebel und die Gefahr, dass du in ein Hohlkreuz kippst, ist größer. Deshalb musst du die Bauchmuskulatur mehr aktivieren. Aber perfekt geeignet, um deine Hüften zu mobilisieren, um dein Kniegelenk zu mobilisieren. Du kannst vorwärts radeln und du kannst rückwärts radeln. Du kannst in dieser Position auch zusätzlich deinen Oberkörper abheben und dadurch die Wirkung noch intensiver machen. Also wirklich eine schaufelnde Bewegung nach unten, nach oben. Okay. Zum Schluss streck ruhig die Beine noch einmal nach oben und führe sie nach unten. Okay. Jetzt gehen wir her, nehmen die Hände hinter den Kopf. Nächste Bewegung, ganz normale Sit-Ups auf der Rolle. Komm hoch. Achte bei dieser Bewegung darauf, dass du die Wirbelsäule im Halsbereich nicht abknickst, indem du diese Bewegung machst, sondern zieh den Nacken lang, halt den Blick nach oben gerichtet. Komm nach oben. Du kannst ungefähr 8 bis 10 Wiederholungen machen. Ausatmen, einatmen. Wir machen noch 2 Wiederholungen. Letzte Wiederholung. Okay. Arme auseinander. Jetzt kurz zur Entspannung. Einmal den Rücken quer durchmassieren. Rollst dich seitlich über die Rolle. Über das linke Schulterblatt, Wirbelsäule, rechtes Schulterblatt. Sehr gut. Zurück zur Mitte. Dann roll dich von der Rolle herunter, links oder rechts, ganz egal. Nimm die Rolle und leg sie unter deine Fußsohle. Bevor du jetzt irgendetwas machst, bleib kurz einen Moment liegen. Im Normalfall ist es jetzt so, dass dein Rücken sich völlig locker anfühlt und ganz einen extrem guten Kontakt hat zum Boden. Das spürt fast jeder, der diese Übung macht. Und so haben viele endlich wieder einmal das Gefühl, wie sich eine Rückenmuskulatur anfühlen sollte. Den meisten spürt man den Rücken ja nur, wenn er schmerzt. Und so wäre das optimale Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Schulterblätter liegen auf, die Brustwirbelsäule liegt auf. Und aus dieser Position heraus beginne ich jetzt das Becken nach vor zu rollen und gehe dann nach oben in die sogenannte Schulterbrücke. Okay? Fußsohlen drücke ich auf die Rolle, dadurch aktivierst du den hinteren Oberschenkel, Gesäßmuskel sowieso aktiv, Schulterblätter tragen das Gewicht, der Kopf ist völlig entspannt, kein Gewicht auf dem Kopf wichtig. Okay, jetzt roll die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel nach unten. Das ist eine perfekte Übung, um die tiefen Rückenmuskeln zu aktivieren. Tief nach unten rollen. Natürlich kannst du dich jetzt wieder in dieser Position spielen. Du kannst nach oben rollen, nach unten rollen als Basic-Übung. Du kannst nach oben rollen, die Position halten, indem du zum Beispiel 5 Sekunden in dieser Position bleibst, wenn du schon fortgeschrittener bist, und dann nach unten rollen. Du kannst nach oben rollen, halten, nach unten rollen. Nächste Level wäre, du rollst nach oben und ziehst die Rolle jetzt etwas her, zu dir und wieder weg. Dadurch aktivierst du die rückseitige Muskulatur, die ischiochoreale Muskulatur der Beine, und wieder nach unten gehen. Okay? Zweite Möglichkeit, du legst ein Bein auf die Rolle und gehst, machst das Ganze einbeinig, gehst nach oben, rollst wieder Wirbel für Wirbel ab. Okay, nach oben rollen. Genauso, zweite Seite. Nach oben rollen. Wirbel für Wirbel. Nach oben rollen.
Wirbel für Wirbel. Okay, letztes Mal mit beiden Beinen. Ich nehme jetzt zusätzlich noch meine Arme mit. Einatmen. Und ausatmen. Nach unten. Einatmen. Halt die Position. Und wieder ausatmen. Okay, dadurch haben wir die Rückseite der Beine, Gesäßmuskel trainiert. Jetzt nimm die Rolle zu deinem Hintern her, heb das Becken, roll die Rolle unter dein Kreuzbein. Jetzt machen wir eine Übung wieder für die Bauchmuskulatur plus eine Mobilisation des Iliosakralgelenks. So eine Bewegung wie eine Schere, eine Übung aus dem Pilates, die sich die Scissors nennt, also die Schere. Ein Bein zieht zu dir her, das andere Bein geht nach vor und dadurch kriegst du eine Verdrehung im Bereich des Kreuzbeins und dadurch eine Mobilisation vom Iliosakralgelenk, gesteuert über die Bauchmuskulatur. Okay. Damit die Rolle nicht abhaut, kannst du sie hier etwas fixieren und jetzt zieh das obere Bein her, lass das vordere sinken und dann wechsel die Seite. Zieh her und wechsel wieder. Dieses Bein, das rechte Bein, dehnt den Hüftbeuger. Hier aktivieren wir die Bauchmuskulatur. Und wieder herziehen. Ein. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und je intensiver du das obere Bein herziehst, umso intensiver die Kräftigung. Gleichzeitig sinkt das andere Bein und dehnt. Jede Seite. Zweimal. Du kannst auch ganz leicht herfedern in die Position. Letztes Mal. Okay, wenn du möchtest, in dieser Position noch einmal kurz zur Entspannung etwas Bicycle vorwärts, Bicycle Position, Bicycle rückwärts. Hier hast du die Möglichkeit, mehr Weg zu machen, mehr Mobilisation in die Hüfte zu bringen. Dafür ist es weniger anstrengend im Bauch. Okay, roll die Rolle wieder heraus. Dann nimm sie, leg sie dir unter den Rücken. So eine ähnliche Übung habe ich schon einmal im Faszienkurs vorgezeigt. Allerdings rollen wir jetzt weniger drüber. Jetzt geht es mir um was anderes. Jetzt geht es mir um die Mobilisation und Beweglichmachen der Wirbelsäule. Und das machen wir, indem wir den Kopf hier in die Hände legen. Rolle liegt an den unteren Schulterblattspitzen. Du spürst, dass die Schulterblätter sozusagen einstechen in dieser Position, in die Rolle hinten. Und jetzt lass dich ganz vorsichtig nach hinten sinken, übertreib es nicht. Nicht jede Wirbelsäule liebt diese Rückwärtsbewegung. Trotzdem kann jede Wirbelsäule grundsätzlich machen. Aber beim einen ist die Bewegung so, beim anderen geht es weiter nach unten. Ich gehe ganz vorsichtig in diese Position und roll mich wieder hoch. Lass mich in die Position sinken und roll wieder hoch. Das ist die Basic-Übung. Wenig Impuls für die Bauchmuskulatur, trotzdem spüre ich den Bauch, wie er arbeitet. Wenn ich das Ganze verstärken möchte, übrigens siehst du, das kann ich auch mit einer Hand machen, dann nehme ich jetzt rechte Schulter, linkes Knie zusammen, aktiviere die schrägen Bauchmuskeln, leg das Bein nicht ganz ab, geh wieder zurück. Rotation. Und im Laufe der Bewegung spürst du jetzt, wie die Rückwärtsbewegung leichter wird. Noch eine. Und noch eine letzte Wiederholung. Und dann wechseln wir die Seite. Nimm die linke Hand hinten. Kontrolliere noch einmal, dass ich wirklich den Kopf nach hinten abgebe. Die Hand, die Schulter tragen das Gewicht vom Kopf, nicht die Nacken- und Halsmuskulatur, linke Schulter, rechtes Knie, ausatmen, ein, in die Überstreckung, einatmen, ausatmen,
zwei Wiederholungen. Dieses Bein stelle ich nicht ganz ab. Letzte Wiederholung. Und jetzt abstellen. Okay. Noch einmal nach hinten, noch einmal nach oben. Jetzt geh zurück. Jetzt hast du noch eine zweite Möglichkeit, die Wirbelsäule zu mobilisieren, in einer sogenannten Lateralflexion, also einer Bewegung zur Seite. Lehn dich auf eine Seite, Mitte auf die andere Seite. Also eine Seitdehnung in liegender Position. Rechts, links. Einmal wird die linke Flanke gedehnt, dann wird die rechte Flanke gedehnt. Links. Und dadurch kannst du wirklich diese Blockierungen, die manchmal in der Brustwirbelsäule sind, lösen. Dann gerne noch ein bisschen drüber rollen, über den oberen Rücken. Okay, und jetzt wechsle ich die Position. Es geht weiter mit der Rückenmuskulatur. Hier machen wir zwei Übungen. Einmal das Diagonalstrecken, das hier grundsätzlich gemacht wird in der Vierfußposition, meistens ohne Rolle. Hier haben wir den Vorteil, dass das Ganze etwas instabil wird, was im Grunde genommen unproblematisch ist, es sei denn, die Rolle haut dir ab und du fällst so nach unten, was nicht optimal wäre. Also achte darauf, auf die Gewichtsverlagerung. Das Gewicht der Schulter geht wirklich über den Ellbogen senkrecht auf die Rolle. Diagonalstrecken, die Übung kennst du vielleicht, funktioniert grundsätzlich so. Linkes Bein geht nach hinten. Rechter Arm geht vor. Das wäre die Grundübung. Jetzt können wir gleich die nächste Stufe angehen, die Hand. Rechte Hand geht aufs linke Knie und wir strecken wieder. Strecken, zurück. Strecken, zurück. Einatmen, ausatmen. Und auch wenn es nicht so ausschaut, aber die Rolle macht das Ganze doch instabiler. Man spürt, wie der Körper mehr die Stabilität suchen muss. Letztes Mal zieh auseinander und zur Mitte. Zurück. Rechtes Bein nach hinten. Linker Arm nach vor. Zieh dich in die Länge. Aktiviere deine Rückenmuskeln. Und jetzt aktiviere Bauchmuskulatur. Ausatmen. Einatmen. Aus. Zwei Wiederholungen. Letztes Mal. Nochmal in die Länge ziehen und zurück in die Mitte. Okay, jetzt nächste Position. Wir legen uns auf den Bauch. Die Übung im Bauch aktiviert Rückenmuskulatur, Gesäßmuskeln und obere Schulterpartie, also den oberen Rücken. Dazu legen wir die Unterarme ungefähr in der Mitte über die Rolle. Und jetzt aktivieren wir den Rücken. Untere Rückenmuskulatur hebt den Oberkörper ab vom Boden. Weiters geht es jetzt darum, dass du den Oberkörper abhebst, indem du deine Schulterblätter nach unten ziehst. Das schaut so aus, du ziehst die Schulterblätter nach unten und dadurch rollt der Oberkörper hoch. Dann geht es wieder nach unten. Jetzt schiebe ich die Rolle so weit weg wie möglich. Dadurch wandern die Schulterblätter in diese Richtung. Dann ziehe sie wieder Richtung Hosentasche, Richtung Becken. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, nach unten. Einatmen, nach oben. Ausatmen. Hier das Gefühl, wie wenn du auf eine Streckbank gehst. Du wirst in die Länge gestreckt und dann mit der Kraft vom Rücken geht es wieder nach oben. Hoch.
2 Wiederholungen hoch und hoch. Sehr gut. Nimm die Rolle her, richte dich auf und mach kurz eine Gegenbewegung, Fersensitz. Das heißt, du gehst nach hinten, das Becken geht nach hinten und du lässt dein Brustbein nach unten absinken. Und kommst wieder nach oben. Ja, das war ein kurzes Workout mit der Faszienrolle für deine Rumpfstabilität. In diesem Sinne darf ich mich von dir verabschieden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es so ist, dann drück den Like-Button. Wenn dir irgendwas unklar ist, dann bitte stell mir Fragen oder hinterlass Kommentare unter den Videos. Das freut mich und mein Team immer sehr. Wir beantworten auch alles persönlich, versprochen, oder ich beantworte alles persönlich. Ja, wenn dir das Angebot überhaupt gefällt, dann abonniere unseren Channel, damit du immer informiert bist über unsere neuesten Produktionen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Ich freue mich, wenn wir uns in Zukunft einmal bei einem unserer anderen Videos sehen. Bis bald.